Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge WoW, und zwar die Burning Crusade. Wir sind mittlerweile bei Folge 29 und wir brauchen immer noch magere Wolfsflanke. So. Theoretisch haben Wölfe ja mehrere oder eine Flanke, ich weiß es nicht. Aber so dünn wie das geschnitten ist, kann man bestimmt aus einem Wölfchen fünf oder so machen. Ja, immer wenn ich dann dieses ganze Fleisch gedünnt sehe, fällt mir ein, dass ich eigentlich auch wieder kochen will. Aber ich habe irgendwie nie die Muße dazu. Haben wir Wolfsflanken abgeschlossen? 10? Nein. Auch noch 4 Stück. Ja, noch 4 Stück. Ein bisschen verteilen, ja. Bewegungstempo. Achso, ist schon erhöht. Okay. Kritische Treffer machen. Was ich auch mal machen kann, oder was man hier auch machen kann, hier kann man jetzt einfach hier auskillen. Oder hier. Das finde ich ganz cool. Das gab es damals, gibt es mittlerweile ja nicht mehr so. Und eine Zeit lang, als es noch die Bäume gab, war es auch so, dass wenn man eins angefangen hatte, erstmal, ich glaube, 30 reinsetzen musste oder 20, um überhaupt in andere reinzusetzen. Und dann gab es hier, habe ich auch lustige Skillungen gesehen, wie 20, 20, 21. Oder Leute, die gar nicht geskillt haben. Ja, es gab schon lustige Sachen damals. Also so viel war ja dann auch nicht bekannt. Und so einfach wie heute, in Anführungszeichen, ne, nicht, dass jemand auf die Füße getreten fühlt, ist es ja gar nicht. War es nicht. Man müsste schon viel, teilweise auch viel beilesen, um sich oder mit dem Thema auseinanderzusetzen. Weil das war wirklich nie einfach. Und mittlerweile gibt es ja immer noch die ganzen Rechendinger, die dann errechnen können, wie viel Sim-DPS oder so man hat. Und damals war das ähnlich. Man konnte dann auch, ich glaube, auch errechnen lassen. Und dann brauchte man sich zwar nicht runterladen, aber das ging dann online irgendwo. Da muss man eintragen, was man alles hat. Weil das Arsenal kam auch erst später. Ich glaube auch mit Burning Crusade. Oh, mit Black Temple oder kurz davor. Ich weiß es nicht mehr so genau. Und als dann das mit dem Arsenal anfing, dann konnte man halt gucken, was der andere hat. Dann konnte man auch gucken, was es für Verbesserungen gibt. Ähnlich wie heute. Ja. Das war schon cool damals. Vor allem könnte man dann gucken, woher die Leute auch die Sachen haben. Und irgendwann konnte man dann auch die Horde inspizieren. Vorher ging das nicht. Ja, ich glaube, nee, das kann ich nicht. Ich glaube, das kann man dann nur in der Raid Room. Moment, eigentlich kann man ja, wenn man die Gegner anklickt. Ich mach das, aber es kommt kein Menü wie bei mir. War das ja so, oder ist das so, dass man zum Beispiel einen Totenkopf draufsetzen kann. Das ging, glaube ich, erst hier in der Gruppe. Man kann das ja eigentlich auch alleine machen, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Wo ich irgendeinen Strumpf erzähle. Aber es ist halt anders alles gewesen. Oder ja.
Hier in Burning Crusade. Ja. Ja, es hat sich einiges verändert. Manche zum Guten und manche Sachen, wo ich sagen muss, hätten sie eigentlich lassen können. Es gibt dem Spiel halt so das gewisse Etwas. Wie beispielsweise hier mit Lagerfeuer. Auf meiner Feuerstein und Zunder dazu. Und einfaches Holz. Dann haben sie irgendwann Feuerstein Zunder nur noch gelassen, ohne das Holz. Und irgendwann haben sie ja ganz vergessen. Dann kann man es einfach so. Und durch das Lagerfeuer hat man damals, also hier quasi in Burning Crusade, hat man, ich glaube, 15 Bilder bekommen, wenn man da in der Nähe stand. Ich glaube, mittlerweile sind es nur noch 5. Ich glaube, 5. Und was es auch noch gab, ist hier das. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, aber ich glaube nicht. Mit den ganzen Widerständen. Und mal gucken. Schattenwohnen, ja, genau. Das gibt's ja auch nicht. Mir fehlt dann nur noch Zaubermacht. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Schattenhexe ist, bietet oder muss man halt drauf gucken, was man alles, je nachdem, was es droppt. Zeig mal. Und dann sagen wir hier zum Beispiel Schwarzer Tempel. Zaubertreffer. Schaden für eure Heilung. Okay, das ist falsch. Gucken wir mal, Schaden Heilung. Der Vorführeffekt jetzt finde ich natürlich nichts. Nur nochmal den wieder an. Ich habe zur Verwertung, glaube ich, Heilung, Schaden und Heilung. Okay. Okay, Zaubertempo. Ja, oder haben die das da schon geändert? Weiß ich nicht. Gucken wir es jetzt. T6. Den Maximeister. Müsste ja theoretisch was drauf sein. Zaubertreffung, Kritzauber, manche Effekte. Okay, anscheinend haben sie es da schon weggenommen. So. Naja, auf jeden Fall war es eine Zeit lang so, dass auch vielen Sachen, zum Beispiel Feuer plus Feuerschaden ist oder plus Schattenschaden, plus Naturschaden, plus Arkanschaden, je nachdem wofür man geskillt ist oder was man für eine Klasse ist, brauchte man das. Weil, wenn du das nicht hattest, hast du weniger Schaden gemacht. Dementsprechend gab es auch Verzauberungen. Mittlerweile ist das ja nicht mehr, da ist entweder Zauber oder Intelligenz drauf. Oder halt Wille. Oder Wille und Zauber ist dann auch teilweise drauf, weil Wille ist ja für Mana-Regeneration. Mittlerweile, und damals war es ja auch so, oder bis vor kurzem noch, war es ja so, dass man auch verschiedene, verschiedene Folterwortfindungsstörungen, verschiedene Dinge braucht. So, sagen wir zum Beispiel, ich glaube, da ist jetzt 10 Intelligenz drauf. Und mittlerweile ist es so, da wäre dann 10 Intelligenz, 10 Wille und 10 Stärke und 10 Beweglichkeit drauf. So, dass theoretisch der Start für jeden ist. Wenn du jetzt Druide bist, kannst du dann allen Skillungen mitnehmen.
Weil die Werte verändern sich dann je nachdem, wie man umskippt. Damals war das so, da musstest du. Jetzt sagst du, bist Katze und Eule, musstest du jeweils beide kompletten Sets mitnehmen. Und jetzt Katze und Bärchen ist, du brauchst ja nicht so viel verändern. Du musst halt immer auf deine Verteidigungswertung kommen. 400, irgendwas war das. 410 oder so. Oder 460. Auf jeden Fall was da um den Wert rum, damit man kritimmun ist. Und dann haben sie das irgendwann abgeschafft. Wie gesagt, sobald du in Verteidigungshaltung, Bärchenhaltung bist, bist du kritimmun. Beziehungsweise damals der Frost-Dekar. Deine Frost-Aura. Und heute ist es ja der Blutdekar, der Tank ist. Damals war es nämlich der Frostdekar, der Tank war. Ich kann ja mal gucken, je nachdem, wie weit ich Lust habe, kann ich ja auch, wenn ich genug von Burning Crusade habe, anfangen, BOTLK zu spielen. Richter Lichtking. Aber kommt halt wirklich von, wie ich Lust habe, weil dann müsste ich auch wieder komplett von vorne anfangen zu leveln. Oder ich suche mir einen Server, wo man dann einen 80er oder einen 70er dann. Könnte man nämlich den 70er auch wieder zum Jäger machen. Könnte man ja dann weiter leveln. Gibt es bestimmt. Nur Klassik war jetzt halt nicht so meine Zeit. Darum habe ich auch nicht mit Klassik angefangen. Also Let's Play. Ich habe ja, ich glaube, ich habe schon erzählt, mit Burning Crusade am Anfang. Und es war eine wirklich coole Zeit. Wie gesagt, es gab nicht nur Profis und Noobs, sondern es gab viele Noobs. Ein paar Profis, ein paar, die dachten, die wären Profis. Ja, aber es gibt es mittlerweile auch, ne? Es gibt ja viele Noobs. Oder sagen wir, viele Anfänger. Viele, die länger spielen, und viele, die glauben, sie sind Profis. Ah, es gibt so alles. Ich glaube, die Sache mit den Random Dungeons. Das habe ich schon gelacht. Bin dann, wenn man sich dann angemeldet hatte, irgendwann. Ich war ja meistens immer Schurke. Da konnte ich nur Schaden wählen und ich habe manchmal gelacht. Dann kam dann als Tank deklariert eine Eule. Oh wei, oh wei. Ja, das war schon lustig mit mir. Manchmal auch traurig. Dann hattest du dann eine Eule, die vor, sagen wir, die war dann ICC equipped. Hartmut natürlich. Oder, was ist denn jetzt? Heroisch. Hartmut heroisch equipped. Was ist das denn? Und, ja, die kam dann, als Tank dann rein. Und ja, ist kein Problem, wir machen so viel Schaden, das geht schon. Nur dann kam die erste Freshmob-Gruppe. Den aus den Latschen gehauen. Tja, und dann war die Laser-Eule weg. Aber es geht, ging ja ähnlich hier mit Tanks, Kriegern oder mit Paladinen, mit Bärchen, mit eigentlich allem. Die kamen dann rein, oder die kamen rein mit Grün, Grau, Grün, Grau und Bier und
Wir haben dann gesagt, ja, tanken, allerdings als A wollen sie eigentlich, sagen wir, ein Trinket von da und da. Da soll dann auch bitte keiner anderer Bedarf draus machen. Oh ja, da gab es auch schon lustige Sachen. Eigentlich klar. Da gab es wirklich lustige Sachen. Und je nachdem, was dann mit war, zum Beispiel, nur dann einmal war ich dann als. Ich glaube, als Magier war ich mit. Im ersten Boss oder so ist es gefallen. Ich habe natürlich auch Bedarf gemacht, weil ich wollte das ja auch haben. Also ich habe doch gesagt, ich will das haben, ich mache keine Bedarf. Zack, war aus der Gruppe raus. Oder, dann gesagt, ich schreibe ein Ticket. Längst hat mich dann Lean Gam oder so angeschrieben, hier von wegen, Mama, durftest du nicht. Weil das ist ja eigentlich Blödsinn. Weil ich habe ja genau, oder jeder hat genau das Recht darauf, mitwürfeln zu dürfen, wenn man es braucht. Ja. Was kann ich für euch tun? Siehe den Ehrenfreund. Wo krieg ich das denn her? Holzbretter aus Sturmwind. Das Licht segne euch. Mal was gucken. Wie so oft hilft der Questtext? Blumenladen im Kanaldistrikt. Okay. Da hat uns der Questtext mal wieder geholfen. Fliegen wir nach Sturmwind. Und holen uns doch mal die Kurzreiter. Grüße. Hallo. Ich habe den Flug von Sturmwind nicht geholt. Okay. Fliegen wir doch nicht nach Sturmwind. Bleiben wir dabei. Okay. So. Ich habe 3 Minuten. Boah, da kriegen wir schon ein, zwei Morgen getötet oder so. Naja, auf jeden Fall, es gab schon wirklich tolle Sachen, die so in der Random-Zeit damals passiert sind. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, weil ich habe lange nicht mehr auf den offiziellen Servern gespielt. Das letzte Anweisung war, oder nachher die Looking for Raids, die waren auch lustig. Manchmal so denkt, dass dann, hast du dann Leute, die sind dann einfach nur mitgegangen, haben sich an irgendwelchen oder an irgendjemand dran gehangen und haben sich nur mitziehen lassen. Und dann, wenn es um Würfen ging, waren sie dann da und danach wieder AFK. Aber man konnte irgendwann rauswählen. Oder was ich auch schon öfters erlebt habe, kam eine Gruppe rein, dann wurde erstmal gewartet. Auf auch immer. Dann ist der erste rausgegangen. Dann fing es dann an hier, dass der gesagt hat, warum müssen wir abbauen? Ja, weil geht halt nichts los. Und als es dann losging, fängt der Tank dann an zu brüllen und verlässt die Gruppe. Dann denkst du auch noch, okay, warum hab ich jetzt eine halbe Stunde einfach nur so rumgesessen, gewartet und sterb trotzdem. Und dann stand sie dann mit den 4 anderen oder 3 anderen dann. Der Tank ist dann abgehauen. Und da stand sie dann in der Instanz, hast dann wieder gewartet. Gefühlte halbe, dreiviertel Stunde auf den nächsten Tank, weil du weißt ja nicht gern, weil du das Gefühl hattest, wenn du jetzt rausgehst, dauert es noch länger. Das finde ich, erwacht es mit den anderen. Dann geht der erste, nach 10 Minuten geht der zweite. Ach so, gut. Bist du mit irgendwem noch in der Gruppe? Wenn du Glück hattest, ist der Heiler.
Ja, dann ging es doch etwas schneller manchmal. Und sie sagen, gut, ich queste so lange weiter oder mache irgendwas anderes, sammle Blümchen. Oder klopf auf deinen rum. Ja, und dann bist du dann halt durch die Gegend geflogen, hast deine Quest gemacht oder deine Blümchen gesammelt, was auch immer. Und irgendwann stellst du fest, der Heiler ist schon lange aus der Gruppe raus. Hat die Schule gesagt oder so, sondern dann stand sie wieder entweder alleine, beziehungsweise nicht mehr in der Gruppensuche, weil die Gruppe hat sich aufgelöst. Und das Spiel begann von vorne. Wie gesagt, als Idee dann eher uncool, weil man muss ja als Idee, ich weiß nicht, ob man immer noch so lange warten muss. Damals teilweise Stunden. Das Längste, was ich gewartet hatte, war 2, 2,5 oder 3 Stunden. Aber irgendwann hatte ich auch vergessen, dass ich in der Gruppe war. Hatte irgendwas gemacht, dann hörte ich nur noch. Schnell zum Computer gelaufen. Ja, und dann ist mir dann aufgefallen, ups, warst du doch zu langsam. Dann stand sie wieder da. So, genug gequatscht. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, Let's Play WoW. Dann danke fürs Zugucken und auf Wiedersehen.